das, was ich an Dreckkübeln in den Medien abgekriegt habe, auch schon damals, als die ersten beiden Bücher 2002 und 2003 erschienen sind, das war schon heftig. Aber ich kann das ab. Mir ist nichts passiert. Und ich sehe ja, dass diese Kritik sich überhaupt nicht mit den Argumenten, die wir in den Büchern bringen, auseinandersetzt, sondern immer nur ad hominem geht, um den Überbringer der Botschaft sozusagen zu denunzieren, damit man die Botschaft nicht wahrnehmen muss. Und ich hoffe, dass das jetzt nach 10 Jahren endlich mal aufhört und dass man schlicht sich um die Fakten kümmert und die Autoren, die das geschrieben haben, mal endlich aus dem Spiel lässt. Es gibt Unstimmigkeiten eigentlich auf allen Feldern. Also begonnen bei der Identität der eigentlichen Täter, also dieser Hijacker, bis hin zu den Fragen, wie konnte es passieren, dass die da nahezu 2 Stunden völlig unbehelligt im Luftraum unterwegs sein konnten? Wie konnte es geschehen, dass die üblichen Prozeduren der Luftabwehr nicht stattfanden? Und dann, und das ist eben neu in den letzten Jahren hinzugekommen, dass eine offizielle Ermittlung stattgefunden hat, die aber keine dieser ganzen Fragen geklärt hat. Zudem sind etliche sogenannte Whistleblower, also Beamte des FBI, der CIA und anderer Institutionen, denen in ihrem Arbeitsbereich sehr große Merkwürdigkeiten aufgefallen sind, die damit zu ihren Chefs oder zu höheren Stellen gelaufen sind und denen verboten wurde, öffentlich darüber zu reden, die zum Teil vernommen wurden, aber die Vernehmungsprotokolle bleiben geheim. Also da ist eine Menge Material, was 2002, 2003 noch nicht vorhanden war, dazugekommen. Und insofern haben wir eigentlich das, was ich damals schon ansatzweise in den Büchern beschrieben hatte, jetzt nochmal sehr stark und sehr gut belegen können. Bei 9/11 und diesen 4 Studenten, die mit Teppichmessern die Flugzeuge, Pilotensitze gekapert haben und die Flugzeuge geflogen haben sollen, ist es ähnlich, wenn man später feststellt, die konnten ja gar nicht richtig fliegen, haben aber hochkomplizierte Manöver ausgeführt. Der Hani Hanjour, der ins Pentagon gesteuert sein soll, dem hat man 2 Wochen vorher keine Cessna ausleihen wollen, weil er die nicht richtig fliegen konnte. Und der soll dann 2 Wochen später dieses schwierige flugtechnische Manöver ausgeführt haben. Da sind also große Zweifel angebracht. Dasselbe gilt auch für die Hochhäuser, die dann zusammenstürzen, nachdem sie von 2 Flugzeugen getroffen sind. Das ist eine Weltpremiere, weil noch niemals in der Baugeschichte sind Stahlskelettbauten wie die World Trade Center Towers durch ein Feuer zusammengestürzt. Die offizielle Erklärung ist, ja, dadurch, dass das Flugzeugbenzin da verbrannt ist, hat sich die Isolation gelöst und dadurch konnte dieser Brand zum Einsturz führen. Die ist in vielerlei Hinsicht zweifelhaft. Zum einen gibt es mittlerweile, ich glaube, 1500 Architekten, die sich zusammengeschlossen haben, Ingenieure, Architects for 9/11 Truth, die sagen, Leute, das kann nicht sein, wir sind vom Fach, wir sind vom Baufach, das geht nicht. Und zum Zweiten ist dann da das dritte Gebäude, das World Trade Center 7, auch ein Skyscraper, der hier in Deutschland das zweithöchste Haus überhaupt wäre, der auch zusammengestürzt ist 5 Stunden später, völlig ohne Feindeinwirkung. Das heißt, da wird behauptet, ja, da hat es auch gebrannt und deshalb ist dieses Haus zusammengestürzt. Es ist aber mittlerweile in den Staubspuren des World Trade Centers von 2 Wissenschaftlern, Stephen Jones und Niels Herrit, nachgewiesen worden, dass dort Nanothermit, ein moderner militärischer Sprengstoff, offensichtlich verwendet worden ist. Diese Studie, die ist auch von anderen Wissenschaftlern nochmal nachüberprüft worden, scheint zu stimmen. In die offizielle Erklärung ist sie aber bisher nicht eingegangen und es ist auch noch nicht offiziell untersucht, was denn dazu führen konnte, dass 3 dieser Hochhäuser vollkommen pulverisiert zusammenstürzen. Wir haben natürlich alle offiziellen Quellen studiert, vor allen Dingen natürlich den Commission Report, der auf jetzt 600 Seiten das alles zusammengestellt hat. Ein Viertel der Quellen im Commission Report beruhen auf den Aussagen eines Kronzeugen,
Khalid Sheikh Mohammed, ein Typ, den seit Jahren niemand mehr gesehen hat. Der sitzt in Guantanamo und wurde dort insgesamt 183 Mal mit Waterboarding gefoltert. Woher wissen Sie das zum Beispiel? Das ist offiziell, das ist eine offizielle Dokumentation, die das zeigt. Das ist rausgekommen, dass man den Mann so oft gefoltert hat. Die CIA oder das Militär, das diese Folterungen durchführt, die haben dann Protokolle seiner Aussagen geschrieben. Und nach dem 183. Mal hat er dann auch das erzählt, was man hören wollte, und hat diese Protokolle der Kommission eingereicht. Jetzt wollten die Kommissionäre sagen, ja, wir möchten mit dem Menschen aber gerne mal selber sprechen. Der ist ja schließlich Kronzeuge für die ganze Geschichte. Das durften sie nicht. Dann haben sie gesagt, wir wollen aber mit denen reden, die ihn verhört haben. Das durften sie auch nicht. Sie bekamen nur Protokolle, die sie angenommen. Ein Viertel des gesamten Untersuchungsberichts dieser Kommission beruht auf solchen Protokollen. Und das ist, also kein Gericht der Welt würde das als Aussage akzeptieren. Und so haben wir die fatale Situation, dass die offizielle Geschichte, die erzählt wird, dass Osama bin Laden als Alleintäter 19 Leute losschickt mit Teppichmessern, die das durchführen, dass diese Geschichte auf Quellen beruht, die in keiner Weise brauchbar sind oder glaubwürdig. Und das gehen wir an, und das haben wir in unserem Buch, glaube ich, ganz gut demontiert, sodass jeder, der das gelesen hat, weiß, dass die offizielle Geschichte falsch ist. Wir bieten aber keine neue Geschichte an. Das ist nicht unser Job. Wir sind Autoren und Journalisten. Wir können überhaupt nicht ermitteln. Ich kann keine Zeugen vorladen, ich kann keine Aktenfreigabe beantragen. Ich kann nur mit den üblichen Mitteln recherchieren. Und was wirklich geschah am 11.09., das muss eine neue Ermittlung und am besten von einem internationalen oder unabhängigen Strafgerichtshof erbringen. Das können wir als Journalisten nicht leisten. Die Identität der Hijacker ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Es ist ja so gewesen, dass sich kurz nach den Anschlägen, als das FBI und die Medien die ersten Fotos und Namen der Täter veröffentlicht haben, dass sich da etliche Leute gemeldet haben und sagen, wieso komme ich da mit meinem Bild und mit meinem Namen auf eine Täterliste? Ich war doch noch nicht mal in Amerika zu dem Zeitpunkt. Da hat dann das FBI gesagt, ja, da gab es noch ein paar Unstimmigkeiten, falsche Schreibweisen oder so. Es ist aber bis heute so, dass auf dem offiziellen Plakat Fotos sind und Namen stehen von Leuten, die es definitiv nicht gewesen sein können. Und das haben wir insofern überprüft, als wir die ganzen Akten und Sachen, die auch in dem Prozess gegen Musai, einen Helfer der Hijacker, veröffentlicht worden sind. Was wir nicht machen konnten, ist jetzt, das hätte ich gerne gemacht, aber dazu fehlen mir die Mittel und auch die Möglichkeiten, nach Marokko oder sonst wohin zu fliegen und diesen Walid Al-Shehi, der gesagt hat, ich war es doch gar nicht, aufzusuchen. Das konnten wir nicht leisten. Das müssten entweder große Redaktionen leisten, die das sich erlauben können, solche Recherchen, beziehungsweise es muss ein Staatsanwalt tun, der ja ermitteln muss, wer ist denn die wahre Identität, die hinter diesen Tätern steckt. Und die Passagierlisten, die dann veröffentlicht wurden, irgendwann 2006, 2007 in dem Musai-Prozess auch, da stimmen denn alle Namen wieder drauf, aber wir können zeigen in dem Buch, dass in den Tagen danach nach ganz anderen Leuten gefahndet wurde. Und dass die Originalpassagierlisten nicht der Gegenstand der Fahndung waren, weil da Leute verhaftet wurden, die überhaupt nicht auf diesen Listen standen, die auch überhaupt nicht an diesem Flug teilgenommen haben. Das ist alles auch äußerst offen. Also selbst hier bei der grundsätzlichen Frage jedes Verbrechens, wer waren denn die Täter, herrscht bis heute Unklarheit. Irgendwann wird das sicher aufgeklärt, aber ich bin nicht optimistisch, dass das in nächster Zeit geschieht, weil die Sache ist einfach auch weltpolitisch viel zu groß und viel zu dick, als dass man die jetzt angehen könnte. Ich denke, die Fakten, die wir in dem Buch jetzt dargelegt haben und auch die Belege und die Quellen, die dort sind, die würden eigentlich mit sich bringen müssen, dass man 9/11 morgen neu untersucht.
aber ich befürchte, das wird noch viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Die Regierung Bush hat ja ihre Präsidialakten, die normalerweise 30 Jahre unter Verschluss bleiben, vor ihrem Abgang nochmal verlängert. Also in den nächsten 50 Jahren wird da aus dem Weißen Haus Bush nichts an die Öffentlichkeit kommen. Und wir haben es auch im Vor- oder Nachwort geschrieben. Das Buch haben wir gemacht für unsere Kinder und für unsere Enkel oder Urenkel, die dann, wenn es soweit ist, die Historiker der Zukunft werden diese Sache aufklären. Spätestens, wenn die ganzen Akten rauskommen, dann zumindest einen Beleg haben, dass nicht alle damals sich von dem großen 9-11-Märchen haben einlullen lassen, sondern dass schon ein paar Leute da waren, die kritisch geguckt haben und nachgefragt haben und die darauf bestanden haben, dass dieser Fall ungeklärt ist und neu untersucht werden muss. Ich werde auch kein weiteres Buch mehr zum Thema schreiben, weil das ausreicht, was wir dazu gemacht haben. Also wer ohne Zorn und Eifer sich das Buch zu Gemüte führt und die Fakten und die ganzen Quellen, die wir hinten angeführt haben, die man auch im Internet nachschlagen kann und nachklicken kann, der wird das unterschreiben und unterstreichen. 9-11 muss neu untersucht werden und es kann eigentlich nicht angehen, dass ein Verbrechen, mit dem Weltpolitik gemacht wird, das auch weltkriegspolitische Dimensionen hat, unsere Bundeswehr ist nicht von ungefähr in Afghanistan, sondern wegen 9-11 und Osama bin Laden, dass also dieses Verbrechen weiter unaufgeklärt bleibt. Aber meine persönliche Hoffnung ist da eher bescheiden, dass das zeitnah passiert. Ein Journalist ist ja dann in Afghanistan und in Pakistan unterwegs gewesen, um diesen ganzen Verwicklungen nachzugehen. Und das ist Daniel Pearl. Und wir vermuten, und das belegen wir auch anhand einiger Quellen, die wir da im Buch aufzeigen, dass der Pearl deshalb umgebracht wurde, weil er genau dieser Geschichte auf die Spur gekommen ist. Dass er eben diese Verbindung, die zwischen dem pakistanischen Geheimdienst, ISI, ISI und der CIA besteht, dass er der auf die Spur gekommen war. Es ist ja so, dass der Chef des pakistanischen Geheimdienstes, ISI, am Morgen des 11.09. mit zwei Mitgliedern des US-Geheimdienstausschusses in Washington beim Frühstück saß. Und dieses Treffen wurde erst verleugnet, dann wurde gesagt, ja, wir haben uns da mit dem besprochen, aber genaueres wurde nicht bekannt. 14 Tage später tritt dieser General Mahmoud zurück. Warum? Weil herauskommt, dass in seinem Auftrag $100.000 an Mohammed Atta überwiesen sein sollen. Und diesem Ganzen war der Daniel Pearl auf der Spur und wurde deshalb umgebracht, weil wenn er da weiter gebohrt hätte und der war beim Wall Street Journal, der war nicht bei der Taz, dann hätte das möglicherweise dazu geführt, dass die offizielle Legende schon sehr viel früher zusammenstürzt und so musste man eben jetzt auf unser Buch warten. Es gab ja 14 Tage nach den Anschlägen ein Interview mit Bin Laden. Da sitzt er gut erkennbar, so wie man ihn gewohnt ist sozusagen, vor seiner Höhle mit einem Maschinengewehr im Hintergrund und sagt, dass er mit den Anschlägen nichts zu tun hat. Dieses Video ist aber, wird auch wahrscheinlich jetzt zum 10. Jahrestag nicht mehr gezeigt. Es wird ein anderes gezeigt, was 3 Wochen oder 3 Monate später gefunden wurde vom Geheimdienst und wo ein Bin Laden, der ganz anders aussieht, als man ihn in Erinnerung hat, angeblich Geständnisse ablegt, die aber, wenn man die Übersetzung überprüft, und das ist geschehen hier von Arabisten an der Universität Hamburg, das gar nicht hergeben. Also das ist kein Geständnis und jedes Gericht der Welt würde so ein Wackelvideo als Beweis nicht akzeptieren.